habe mir den teuersten Controller für Fortnite gekauft, den wir in diesem Video in 3 Tagen ausprobieren werden. Dabei handelt es sich um den Scuf Reflex FPS. Und um nochmal eins oben drauf zu setzen, habe ich mir die Goldversion für 10 Euro Aufpreis gekauft. Und das macht einen Gesamtpreis von 303 Euro. Und hier ist er auch schon, der Scuf Reflex FPS in Gold. Okay, es ist kein echtes Gold, aber es ist Gold. Er hat 4 Pedals, die hinten programmierbar sind. Ich habe das jetzt schon gemacht, damit wir gleich starten können. Und das tun wir jetzt auch. Wir starten auf einer Freebuild-Map, weil ich muss erstmal mit den Pedals und so klarkommen. Okay, meine Freebuilds waren auch schon mal besser. Aber von Anfang ist gar nicht mal so schlecht. Zum Glück wurden meine Freebuilds mit jeder Minute ein bisschen besser. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit den Pedals, weil die sind ein bisschen anders angeordnet als auf dem Xbox-Controller, den ich vorher hatte. Weil hinzu kommt, dass ich mich gerade von dem Xbox-Controller auf den PS5-Controller umstellen muss. Und da wir an 3 Tagen den Controller testen werden, werden wir an Tag 1 vor allem in Creative bleiben. Dann starten wir mal in ein kleines 1v1 rein. Was ist das für ein Design-Problem, Digga? Soll ich meine Waffe nehmen, Mann? Das 1v1 war von meinem Skill her eigentlich ganz okay. Was geht denn bei dem? Okay. Warum pusht er immer direkt und kann ein normales 1v1 machen? Der Gegner war nur irgendwie ein bisschen weird. Er hat immer direkt gefightet, bevor es eigentlich so mit dem 1v1 wirklich losging. Und deswegen konnte ich ständig keine MP nehmen, was ein bisschen genervt hat. Bro, ein MP wäre irgendwie ganz geil oder so. Aber ich bin trotzdem ganz gut zerlegt eigentlich. So, Digga. Digga, was ist denn das für ein Problem, Junge? Irgendwann hat er dann genug von toxischen 1v1s. Digga, was geht denn bei ihm ab? Aber dann bin ich erstmal in Endless Zone Wars reingedroppt. Ich liebe diesen Modus wirklich. Es geht alles immer extrem schnell. Man hat dauerhaft Action. Man kann immer instant respawnen. Der Modus ist einfach geil. Macht einfach Bock. Immer Action. Geil. Okay, man wird ziemlich oft mal gegrieft oder so. Okay, 5th Party, so von 5 Spielern irgendwie gesandwicht und alles brain auf einen drauf. Das habe ich ungefähr für 1/2 Stunde gespielt. Bis ich mir dann irgendwie so einen Nuke erschimmelt habe, indem ich auf einer Skybase war und immer so ein AFK-Spieler abgefarmt habe. Dann noch für 1-2 Kills runtergedroppt. Nuke. Easy. Go! Den Nuke irgendwie erschimmelt gerade eben, der so dreist eigentlich. Richtig. Und am Ende von Tag 1 ging es noch in ein paar Runden Reload. Leider hatte keiner von meinen Kollegen Zeit, mit mir zu zocken. Und die random Teammates waren jetzt nicht so der Brüller. Bro, die sind beide so one, Mann! Ich habe einen grünen Tag und beide und er macht nichts. Er macht nichts, er haut schon wieder ab. Er haut schon wieder, aber ich pack es nicht. Es hat es mir ziemlich schwer gemacht, einen epischen Sieg zu holen. Aber ich konnte trotzdem ein paar gute Kills holen. Und mit dem Movement und den Tasten und allem Möglichen, was der Controller noch so Neues mitbringt, einfinden. Okay, und zwischendurch war ich vielleicht mal so ein kleines bisschen sauer. Mein Mate, oh Gott, was sehe ich da? Oh nein, so ein Bot. Aber dieses Duo hier habe ich einmal wirklich komplett schlafen gelegt. Hinter der Tür campen, 160er Headshot. Mate kommt, der bekommt auch nochmal 2 Hits in die Fresse. Kurz wegboxen und dann einfach nur noch clean ausgespielt. Und das war's auch schon von Tag 1. Heutiges Zwischenfazit, der Controller ist echt geil, aber noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade hinten mit der Anordnung der Pedals komme ich noch nicht so gut klar. Deswegen seid gespannt auf Tag 2 und vor allem auf Tag 3. Los ging's natürlich wieder mit der Warm-Up-Routine. Auf geht's ins Aufwärmprogramm für heute. Dazu erstmal eine Runde Freebuilden. Und ich muss sagen, es läuft schon deutlich besser als gestern. Die Triple Edits liefen so, naja, weil... Ich halte den Edit-Bot gerade ein bisschen anders, also ich halte so ein bisschen weiter unten und drücke so nach oben halt mäßig, nicht so vorher. Hä? Bevor ich in mein SS 1v1 für heute reinstarte, gibt es erst noch eine Runde Aim-Training und kennt ihr ja schon. Und übrigens danke für 10.000 Abonnenten. Danke an jeden Einzelnen, der mich bis hierhin supportet hat. Natürlich wird es nicht nur ein Special geben, sondern gleich 2. Einmal ein Special-Video, was genau das sein wird, erfahrt ihr noch. Und zum zweiten werde ich euren Wunsch erfüllen, ihr hättet Bock auf einen Abo-Zocken-Stream und genau das werden wir machen. Seid am Freitag, den 20.09. um 14 Uhr hier im Stream dabei. Und ich versuche mit allen von euch eine Runde zu zocken. Um beide Specials nicht zu verpassen, lasst unbedingt ein Abo auf diesem Kanal da, like das Video, wenn es dir bis hierhin gefallen hat und für den maximalen Support checkt die Kanalmitgliedschaft aus. Gerne auch kostenlos supporten mit Creator-Code XFelixYT im Itemshop. Ach ja, und das Gewinnspiel aus dem letzten Video werden wir am Ende des Videos auflösen, also bleibt bis zum Ende dran. Das einzige Phantom war ziemlich gut, ich habe mich ziemlich wohl gefühlt, nur ist Phantom leider ziemlich gut und nochmal wesentlich besser als ich. Aber wenigstens konnte ich ihn spitzhacken. Oh, das hab ich gerecht für alles, Digga. Das hab ich für alles gerecht, Digga. Ich hab dich geboxt und dann geschwitzt. Aber dass Phantom ein guter Spieler ist, wird später im Video noch richtig wichtig werden. Rein in Rank. Ich bin gerade Platin 3, 50%, also kurz vor dir. Und mal gucken, wie weit wir in einer Stunde kommen werden. Gedroppt sind wir in Reckless Railways. Und passt auf, Freunde, Offspawn wird's gleich richtig crazy. Oben. Dead. Da ist einer fehlt. 50, ja, ja. Gleich von unten. Ja, da ist ein runtergeding. Back. 10, Knock, nice. Hinten mit. Geh von unten. 58 Crack. Knock. Nein, 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 nein. Da schießt noch jemand. 120. Und. Knock. 16. Was hast du das noch gekriegt vom anderen? Das sind ich auch. Dead, nice. Dead. Ach, zu, mach mal auf. Wo heißt du?
Digga, ey, das kannst du nicht ausdenken. Ey, oh mein Gott, hab einen. Ich auch, 29. Nee, ich hab keinen. Hab beide, hab beide. Bei mir ist einer. Ich bin 1 HP. 71 weit. Hab ihn. In der Box, Anders hier auch noch. Ich geh in die Box rein. Veraimt. Dead. Reckless war gerade richtig crazy, einfach immer ein neues Duo von irgendwoher auf uns drauf. Aber weiter geht's mit dem Midgame, wo uns dieses Duo hier direkt mythische Waffen beschert hat. Ja, er hat 100 Crack gelasert. Spray rein von oben. Crack dead. Easy, so fertig. Die hat sogar Medaillon, sogar zwei. Nice. Midgame fast geschafft. Wir sind nur noch diesen Losties hier begegnet, an denen ich fast gestorben wäre. Ich bin dead, alles gut. Am Anfang vom Endgame wurde es ein bisschen kritisch, weil wir ein bisschen dumm waren und diese zwei Gegner da unten in diesem Tal gefightet haben. Komm mit. In 30, erst Crack. Und die vergessen haben zu rotieren, das war dann ein bisschen blöd von uns. Trotzdem haben wir es geschafft, uns eine sehr gute Position zu ergattern. In 30. 30, 40. Ich bin runtergefallen, oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Wo kommt er her plötzlich? Okay, das Ende war jetzt sehr random und es hat leider ganz knapp nicht gereicht. Aber wir haben ja noch Zeit. Hier, 40%, das kommt. Reckless war diesmal nicht ganz so actionreich wie letzte Runde, aber wir hatten den Barber-IQ-Play des Jahrhunderts. Wollen wir hochpulsen? Soll ich diesen hier machen? Ja, mach. 9. Hab ich's geliebt? Dead? Alter, dead. Nein, halt's Maul. Nein, das war so ein IQ-Play, Digga. Digga, das war mies. Und damit ab ins Midgame und Action machen. Nein, Digga, ich... Er ist so one, Digga, er... Entspann dich, Digga. Von hinten. Oh mein Gott. Er ist knock. 100 dead. Aber ihr könnt euch bestimmt schon denken, es lief zu perfekt. Riesenproblem. Digga! Und damit würde ich auch Tag 2 beenden. Es ist jetzt auch schon ziemlich spät geworden. Zwischenfazit für heute, der Controller gefällt mir immer besser. Ich komme immer besser damit klar und ich glaube, ich kann zu alter Stärke zurückfinden. Ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns morgen beim Cup. Auch an Tag 3 starten wir vor dem Cup natürlich mit einer Warm-Up-Routine. Das Freebuilden sieht inzwischen richtig gut aus und ich würde sagen, ich habe mich schon so gut wie komplett an den Controller gewöhnt. Dann noch ein bisschen Aim trainiert und das sieht auch immer besser aus. Und schon ging es rein in die erste Runde, in der ich erstmal offspawn gestorben bin. Ja, ich kann nicht... Ich kann mein Inventar nicht sortieren, warum geht das nicht mehr, hä? Weil irgendwie hat Epic beim letzten Update geändert, wie ich das Inventar sortieren kann. Also irgendwie konnte ich das nicht mehr während dem Lauf machen und musste das so komisch anders machen. Das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt und deswegen bin ich gestorben. Als wir nach Doomstart rotiert sind, ich habe keine Ahnung, wie sie diesen bescheuerten Namen ausdenken, sind wir beide gestorben. Crack. Keiner macht dieses Kamehameha. In der zweiten Runde sind wir wieder weg des Railways gedroppt. Wir haben gestern mit dem Ort echt gute Erfahrungen gemacht. Und offspawn lief es auch gleich viel besser. Er ist boxed. Oh mein Gott, fast, ja. Dann haben wir uns in diesen Fight hier eingemischt und das Ganze dominant gelöst. 30. Penis. Cracked. Einer ist one. Einer ist hinter mir in der Box. Was vor mir. Nein, warum? Ich kann nicht bauen, Digga! Random ist leider gestorben, aber ich habe den Knock noch bekommen. An der Stelle muss ich eine Sache loswerden, was mir als Controller-Spieler schon lange extrem stinkt. Immer wenn mein Mate genockt in meiner Box sieht, kann ich gar nichts mehr machen. Ich kann nicht aimen, ich kann nicht schießen, ich kann nicht bauen, ich kann nicht editieren, ich kann gar nichts machen, weil ich immer nur diesen komischen Rest-Button da irgendwie angezeigt bekomme, dass ich resten soll, Digga. Aber ich kann nicht resten, wenn zwei Gegner in meiner Box rumjumpen. Ich kann nicht mal aus dem Baumenü raus oder so. Das ist einfach so dumm. Ich kann nichts drücken, außer diesen Rest-Button, was bei mir R3 ist. Habt ihr da vielleicht eine Idee, wie ich das fixen kann? Was kann ich da irgendwie ändern, dass es besser wird und dass ich nicht mehr in der Box resten muss? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jedenfalls habe ich einfach nur noch Phantoms Karte aufgesammelt und bin durchgezogen und ihn bei Castle Doom wieder gebootet. Das Endgame haben wir bis auf den ein oder anderen Fail eigentlich ganz gut ausgespielt. Ja, perfekt, hat nichts gebracht. Außer, dass ich tot bin. Wenn meine Waffe schießt, ich raste aus. Dead. Die sind da ganz unten, Digga. Was machen die, Digga? Das ist crazy. 41 wide. Auch in der zweiten Runde ging es natürlich nach Reckless Railways. Und natürlich lief Offspawn wieder Premium. Hab ihn. Auf, mach auf. 100. Wide, fully wide. Ja! 6 AP, lol. 30 unten, ja, Crack einer. Beide unten. Hier oben. Ja, das ist Crack, fully worn. Hab einen dead. Oh mein Gott, wir haben beide. Let's go. Zeitgleich, Junge, das können auch nur wir, glaube ich. Das Midgame haben wir mehr oder weniger geskippt. Mad Digger washed. Dead. Crack. Dead, oh, ich bin fast tot, lol. Im Endgame war die Rotation ein bisschen krampf, aber wir haben das gut hinbekommen. 40. Laser von hinten einfach rein. Dead. So, passt. Inbox. Cool Box. Dead. Mach hier alles zu. Oh mein Gott, tot, lol. An der Stelle danke, dass Phantom so gut alles zugemacht hat. Mach hier alles zu.
Zum Glück haben wir trotzdem gewonnen. Odin, jawoll! In der Runde 3 sind wir richtig lost auf Spawn gestorben. Das schneiden wir einfach raus und springen gleich in Runde 4. Und in der nächsten Runde hat Phantom den Drop verkackt und wir müssten irgendwo am Arsch der Welt landen. Ich hab einen scheiß Drop, Bro. Können wir vielleicht... Komm jetzt, komm. Ja, ja, ich dreh schon extra um für dich. Aber natürlich sind wir trotzdem nach Reckless zurückgegangen, um zu fighten. Ne? Aber Nock? Und, ne? Crack 78. Hinter dir. Weiter geht's, ab ins Midgame und aggressiv pushen. In Box. Fenster. Weg. Weg, komm. Er steppt hier noch. Chill. Er ist tot, Digga. Nein. Weg. Meiner Box. Und jetzt ab ins Endgame. Oh, er ist 180, er ist fully low, Digga. Ich bin aber auch fully low. Ist hier unter mir? Perfekt. Dead? Ah, sie. Da ist jemand. Lol, hey, wo kommt jetzt her? Komm. Der Swan ist weg. Hä, hey, wo ist der hin? Ein AP. Ich weiß, dass der Swan ist. Das ist ein AP. Ich hab ihn nochmal einen AP geschossen. Ja, stark. In der nächsten Runde war auf Spawn gar nichts los. Und wir springen gleich ins Midgame nach Doomstadt. In der Box, oder? In der Box? Das ist ein AP, hab ihn. 34 Volt. 47 überfahren. Das ist so krass. Noch. Hier ist jemand in Bild. Von hinten, von Brücke, von Busch, du, von Busch. Oh, jetzt ist es ehrenlos, was ist passiert. Jetzt wurde es richtig kritisch. Die Zone move gleich sehr weit weg. Und die Zone ist am Arsch der Welt. Hä, was ist das? Dass man links rum geht, komm. Links rum. Und es kam noch ein Duo von hinten aus Doomstadt und von vorne war auch nochmal ein Duo, die uns pressern wollten. Ne? Gegner, du. Wir wollten zwar diesen Fight hier eingehen. Das ist Autoclaim, man. Boah, wenn auch noch der Gegner. Okay. Aber haben dann gemerkt, dass die Gegner irgendwie ein bisschen dumm sind. Und haben uns das Auto geschnappt und sind durchgezogen. Danach ist nicht mehr so viel passiert. Wir haben uns die Insel geholt für ein paar extra Punkte und haben ein bisschen nach Gegnern Ausschau gehalten. Dann kommt der Zug, es wird lustig, was auf der Zug fährt, ist gleich so dick durch den Fight, das finde ich richtig geil. Ja! Das ist ja richtig satisfying, pass auf. Aber dann ist mir einfach das passiert. 92, Digga. 92, 15 Shady. Ich bin Box. Ich bin auch tot. Nein, das sind solche Bots. Frag mich nicht, wie wir dieses Endgame gefroht haben. Fazit zum Controller, er ist wirklich sehr, sehr geil. Nach 3 Tagen Eingewöhnungszeit komme ich immer besser damit klar. Aber jetzt ist an der Zeit, das Giveaway vom letzten Video aufzulösen. Dazu habe ich hier so einen random Commentary Picker, den ich jetzt einfach nur Start drücken kann. Und dann kommt irgendein Gewinner. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Es ist Julian-WY2YD. Er hat kommentiert Givacchio, also das ist sein Epic Games Name. Lieber Julian, du hast jetzt Zeit, dich in den Kommentaren zu melden. Schreib mir auf Discord, schreib mir auf Twitter oder schreib mir sonst irgendwo. Und kommentiere unbedingt unter diesem Video. Ich werde dich jetzt adden, nimm meine FA an und dann bekommst du deinen Skin.